Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Makita DRS-180 Akkugebläse an. Gleich kann ich so sagen, das stärkste Gerät, was ich getestet habe, mit Abstand. Wir starten gleich mit dem Luftvolumentest. Schauen wir, 250 haben wir ungefähr gehabt. Hab recht, wenn es schmaler wird, wird weniger Luftvolumen bewegt. Auch wenn die Geschwindigkeit höher ist, wird weniger insgesamt Luftvolumen bewegt. Heißt die Waage, was ja auch von meiner Logik her stimmen müsste. Korrigiert es mir, wenn ich falsch liege. Ich werde sowieso das Messgerät bestellen, aber wie es ausschaut, liege ich richtig mit meiner Vermutung. Und was heißt mit meiner Vermutung? Mit meinem Verständnis. Das ist eine viel höhere Geschwindigkeit, das wissen wir ja. Die Geschwindigkeit erhöht sich, wenn der Durchmesser kleiner wird. Aber wenn die Luft dann zusammengepresst wird, hat der Motor weniger Kraft und der sollte wieder zu weniger Luftvolumen insgesamt führen. Wie ihr sehen könnt, Vmax kann ich leider nicht messen. 288 km/h ist das Maximum, anscheinend ist es höher, unglaublich eigentlich. Aber ja, so ist es halt. Wenn ich dann das Luftvolumen umrechnen würde, könnte ich theoretisch auf die Vmax kommen, schauen wir dann, was rauskommt. Wäre interessant. Wie ihr sehen könnt, unglaubliche Leistung, es presst die Haut richtig ein, es tut auch weh teilweise, wenn man ganz nah hinkommt. Wirklich brutales Gerät. Da ist der Durchmesser, ihr seht, innen sieht man die Elektronik, Durchmesser 14 mm. Ja. Schauen wir uns die Gesamtlänge an, ungefähr 17 cm. Durchmesser von hinten haben wir 9 cm, natürlich nicht vom Inneren. Vom Inneren, da wo es angesaugt werden kann, haben wir ziemlich genau 6 cm. Dann LED sitzt brutal hell. Makita typisch. LED brutal. Schauen wir uns die Werte an, was ihr das sehen könnt. Ja, unglaublich. Nein, nein.
Kita mit dem DAS 180 gebaut hat, das ist sicher mehr wie ein Kubikmeter pro Minute. Das wären mal 60, ja 66. Das ist sicher mehr. Das ist, schaut's mal, das ist einfach absolut wahnsinnig. Das ist mit Abstand das stärkste Gerät, was ich als Gebläse getestet habe, also als kompaktes Gebläse. Das ist einfach die größte Maschine. Das gibt, ich weiß nicht, ob 40 Volt nochmal vielleicht stärker ist, weil 40 Volt mehr Strom ziehen kann. Das hat ja Makita eigentlich, 40 Volt. Weil sie eben die Zellen in Reihe geschalten hat, statt parallel, sollte zu höheren Entladeströmen führen und wird es auch wahrscheinlich. Und dann wird er wahrscheinlich, ich würde sagen, der ist ähnlich wie der, weil die schauen ja fast gleich aus. Im Prinzip wahrscheinlich schauen sie genau gleich aus. Dann wird der wahrscheinlich, die 40 Volt Version wird nochmal, meine Vermutung, weiß nicht, 10-15% stärker sein durch einen stärkeren Motor und durch das mehr Ladestrom, durch mehr Entladestrom möglich ist, wird wahrscheinlich stärker sein. 10-15% mehr glaube ich nicht. Aber das ist schon unglaublich. Unglaublich, wer das haben will für irgendwas sauber machen, irgendwas aufpumpen, also Sachen, die nicht viel Druck brauchen, Matratzen, Luftmatratzen, solche Sachen, brutal. Beste Maschine, die es immer zum Kaufen gibt. So, kommen wir zum Ausdauertest. Mit einem 5 Ampere-Stunden Akku hat es 10 Minuten und 15 Sekunden ausgehalten auf maximaler Stufe. Und das kann man sagen, 2 Minuten und 3 Sekunden pro Ampere-Stunde. Das ist mit einem 5 Ampere-Stunden Akku. Anscheinend schafft der 6AH laut Makita 15 Minuten. Das würde ich bezweifeln. Wahrscheinlich 13, aber auch nicht mehr. 12,5. Aber natürlich, ich habe es nicht getestet. Luftstrom pro Minute wollte ich eigentlich hundertprozentig ausrechnen, indem ich die Geschwindigkeit misst, die Aussetzgeschwindigkeit, funktioniert aber nicht, extra Gerät bestellt. Leider hat Makita recht, wahrscheinlich mit den 200 Meter pro Sekunde. Das ist einfach brutal schnell, was da, also wie die Luft da rauskommt, ist wirklich unglaublich. Auch an niedrigen Stufe schaffe ich es nicht ganz nah hinzugehen, heißt auf der niedrigen Stufe ist über 288 km/h. Das ist wild. Was Makita da gebaut hat, extreme Kraft, was der Motor schafft für so kleines Gerät. Bin wirklich sehr begeistert und umgerechnet komme ich auf 125 Kubikmeter pro Stunde, was mehr als das Doppelte ist, als Makita angegeben hat. Da haben sie wirklich mit der Angabe etwas zurückgehalten, aber ja, unglaublich starkes Gebläse. Kommen wir zum einzigen Kritikpunkt mit 155 Euro. Sehr, sehr teuer, also wirklich extrem teuer. Aber es ist wirklich wahrscheinlich mit Abstand das beste Gerät, was man kaufen kann mit der 40-Volt-Variante, die vielleicht stärker ist, werde ich in Zukunft testen, wenn ich mal die Möglichkeit habe. Aber unglaubliches Gerät und definitiv, wer das Beste haben will, muss ein bisschen was ausgeben, aber dafür hat man wirklich ein Gerät, was brutal ist. Auch bei der Lautstärke punktet der Makita, also wirklich im Prinzip in allen Belangen punktet er, bis auf den Preis und die Akkulaufzeit. Aber das ist zu warten bei der Leistung, dass die Akkulaufzeit leidet. Und wie soll ich sagen, 88 dB ist halt viel leiser wie die anderen, deutlich leiser. Das merkt man auch, es ist auch nicht so hoher Ton. Und ja, es ist einfach deswegen, weil das Rad so groß ist, wahrscheinlich hat es weniger Umdrehungen. Trotzdem bewegt es mehr Luft, aber weniger Umdrehungen, heißt auch leiser. Das ist der Vorteil beim Makita. Aber es ist halt eben riesig. Er ist halt relativ groß, dick und so und sehr schwer auf jeden Fall. Doppelt so schwer wie die anderen, werdet es sehen beim Gewicht. Wir sehen könnt, wie schon gesagt, doppelt so schwer. Das ist auch ein Nachteil, den ich klar erwähnen muss. Aber bis auf die Sachen ist es wirklich, es ist trotzdem das beste Gebläse. Trotzdem würde ich sagen, Preis-Leistung, alles zusammengezählt, ist der Parkside unglaublich stark und für mich der Favorit von allen, obwohl die Makita absolutes Geistergebläse ist, ist der Parkside der Preis-Leistungs-Knaller. So, kurzes Fazit, also Angaben seien 200 Meter pro Sekunde, gemessen habe ich 225 theoretisch umgerechnet, nicht messen, weil messen konnte ich es leider nicht. Dann haben wir die Blaskraft in Newton. Das habe ich ungefähr das Richtige gemessen. 108 Gramm Stufe 1, 180 Gramm grob Stufe 2, ein bisschen mehr.
230 Stufe 3, das passt genau wie Stufe 1. Und 260 Gramm grob Stufe 4, das ist ungefähr 220 Gramm weniger als angegeben. Aber das passt grob, vielleicht mit der 6er H wird nur ein bisschen was mehr gehen. Dann haben wir Kubikmeter pro Stunde, da hat Makita sehr wenig angegeben. Das ist nichts, 1,1 Kubikmeter pro Stunde. Ich komme auf 125 Kubikmeter pro Stunde. Laufzeit hat Makita höhere angegeben. Ich komme auf niedrigere Laufzeiten. Wir sehen können es 10 Minuten Stufe 4, 15 Minuten Stufe 3, 22 Minuten Stufe 2 und 25 Stufe 1. Und LED ist super, eben sehr leise mit 88 dB. Und ja, Maße 17x9x24. Und Gewicht 850 Gramm, das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, habe ich vergessen. Insgesamt kann die Makita nur loben, sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr offen. Heißt, Laufzeit sehr schön angegeben, die maximale Luftgeschwindigkeit, die Blaskraft sogar und das Luftvolumen in Kubikmeter pro Stunde. Makita ist da sehr offen. Natürlich sind sie offen, sie haben das beste Gerät auf dem Markt wahrscheinlich. Das ist einfach unglaublich. Ich finde das von Makita super, dass sie sowas anbieten und dass sie so offen die Daten angeben. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und insgesamt kann ich das Gerät nur empfehlen. Es ist wirklich das Beste, was man kaufen kann. Bis ich die 40-Volt-Variante getestet habe, aber es lohnt sich ja nicht 40-Volt kaufen, also von 18 auf 14-Volt umsteigen. Das ist ja sowas von wurscht. Ich glaube, die Unterschiede werden nicht extrem groß sein, aber wahrscheinlich durch den besseren Akku wird es ein bisschen besser sein und die Stabilität wird besser sein, weil er weniger Spannung verlieren wird, der 40-Volt Akku. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich bedanke mich für jeden beim Schauen. Ich würde mich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Alle Geräte sind unten verlinkt. Solltet ihr was kaufen wollen und Amazon verwenden, verwendet bitte den Link unten oder einen von den Gebläsen bestellen. Wäre super nett, würde es den Kanal unterstützen, würde es mir unterstützen. Vielen lieben Dank fürs Schauen noch einmal. Servus, danke und ciao.